So, und ich zeige euch jetzt noch was anderes, was ich hier entdeckt habe. Ja, ich habe das gerade hier so ein bisschen begeistert anmoderiert. Die Stimmlage sollte eigentlich nur dafür dienen, anzudeuten, dass hier was Interessantes ist. Ist leider aber aus einer etwas unsäglichen Zeit, nämlich des Zweiten Weltkrieges, hat man hier so eine Panzerbarriere aufgebaut. Ich habe irgendwo ein Schild gesehen. Leider ist hier vieles nur auf Schwedisch und ganz wenige englische Erklärungen. Also nicht wie an anderen Orten, dass nochmal ein deutscher Text dabei war. Und hier muss irgendeine Panzerdivision stationiert gewesen sein, soweit ich das lesen konnte. Ja, und von hier aus können wir auch nochmal rüber gucken zum Stellplatz.